Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Claire's Cuisine Café. Und ja, es geht weiter in unserem Foodtruck-Gedöns, also Straßenessensbereich. Ist ja noch kein Foodtruck, aber wir arbeiten schon mal im Straßenessenverkauf, damit wir uns einen günstigen Foodtruck kaufen können. Ja. Ich hoffe, ihr seid alle gut in den Tag gestartet. Und ja, es geht weiter mit Level 6. Und zwar müssen wir verkaufe Eis mit Toppings und schreibe einen Blog-Eintrag. Das sind sogar zwei Aufgaben. Richtig toll. Es wird bestimmt richtig, ja, lustig. Sollte ich auf die Bäume sparen? Ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, was die Sachen dann bringen, wenn ich sie aufwerte, ob die Leute mehr Geduld haben. Es wird mir ja nicht angezeigt. Es wird ja nur angezeigt, ja, das kostet Geld. Mehr nicht. Aber ich denke mal, ich werde jetzt weiter sparen. Mindestens mal 200, damit ich hier die beiden Tische aufwerten kann. Ihr seid ein tolles Team, Leute. Also ich finde es in Ordnung, wenn ich euch verlasse, um zu einem wichtigen Geschäftstreffen zu gehen. Adios. Ist er immer so? Hyperaktiv und unerträglich die ganze Zeit. Aber mit dem Blog hatte er recht. Ich sollte mehr Inhalte posten. Ich werde heute ein paar köstliche Posts schreiben. Lasst uns in der Zwischenzeit Toppings mit unserem Eis anbieten. Yay. Erstmal Kaffee machen. Ich weiß halt nicht, was ich so vorbereiten sollte. So. Ne? Es dauert ein bisschen mit dem Fisch, aber ich hoffe, das macht euch nichts aus. Bitteschön. Vielleicht könnte ich immer einen Fisch mal auf Halde haben. Die Leute hier sehen auch irgendwie schnuffig aus. Oder knuffig. Schnuffig. Achso, ich habe ja überhaupt gar keinen Kaffee. Wer hat denn meinen Kaffee gekriegt? Einmal so und einmal so. Und einmal ohne Toppings für dich. Alles klar. Ich mache schon mal einen Zappelkaffee, siehst du? Auch ganz gut, dass ich schon mal einen Fisch hier hatte. Das läuft auch gar nicht mal so schlecht. So, so, bitte. Und der Daniel hilft auch da, oder Daniel. Der hilft auch sehr schön mit. Unsere Tagesaufgaben dürfen wir auch nicht vergessen. Also schon 2 Sterne. Ich
Richtig knuffig. Was darf denn sein? Burger? Nee, ein Donut. Kommen noch Leute? Wir haben noch nicht geschlossen. Ach so, er muss ja auch noch bezahlen. Ja, dann haben wir 3 Sterne. Dann brauchen wir uns gar keinen Kopf machen. Ja, bam, 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 bam. Ach so, wir hatten gar keinen Platz auf dem Tablett. Ja, tut mir leid. Ist passiert. Es gibt sogar Erdbeereis mit Schokosoße. Und dann, das wird richtig chaotisch, wenn wir dann noch die Schoko als Eiscremesorte dazu haben. Und wahrscheinlich kriegen wir noch ein Topping dazu. Bestimmt Vanille oder was gibt's sonst noch? Also wir haben wahrscheinlich Erdbeercreme und Schoko, also Schokotopping und Erdbeertopping. Dann gibt's ja wahrscheinlich auch noch Vanille-Topping oder gibt's denn da noch? Naja, irgendwas wird's geben und es wird auf jeden Fall stressig, ja. Verkaufe Steaks. Ach, das sind Steaks. Ich dachte, das wäre Kuchen. Tut mir leid. Das sieht aus wie ein aufgeschnittenes. Ja. Hätte ja auch scharfer Kuchen sein können, ne? Mit den 3 Flammen. Also für mich sah es jetzt nicht aus wie Steak, aber okay. Dann ist es wohl Steak gewesen. 900. Das heißt, wir kaufen den Tisch und den Tisch. Und ich bin mal gespannt, wie dann der Dings aussieht. Das ist zusammen 600 und 800. Neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Also 1400. Ja. Jetzt, wo ich den Dreh mit dem Grill raus habe, lässt uns etwas Haut, Cousin zu unserem Straßenessen hinzufügen. Haute. Ich bin da nicht so gut drin. Das ist wahrscheinlich Französisch, oder? Naja. Ich denke da an gegrillte Steaks. Ich kann sie blutig kochen, medium. Naja, was immer unsere Gäste wollen. Nein. Nicht. Bitte nicht. Klingt gut, ich bin dabei. Warum, Daniel? Warum? Kacke. Wie, es gibt noch einen anderen Zappel-Kaffee? Ist das ein Unterschied? Ach du, ich liebe. Okay. Wir nehmen uns jetzt ein Steak und die wollen 3 Flammen haben. Eine Flamme. 2 Flammen. 3 Flammen. Bitteschön. Ach du Kacke. Ach du Scheiße. Das wird richtig gut. Sowas von gut. Den Schwierigkeitsgrad habe ich ja wahrscheinlich schon auf dem niedrigsten. Also 2 Flammen. 2 Flammen Steak. Was soll ich machen? Verkaufe Steaks. Okay, gut. Wenn die aber nur Fisch haben wollen. Kaffee habe ich gar keine Zeit, die zu verkaufen. Wenigstens kann er sich um das Eis kümmern, ne? Da muss ich mich nicht kümmern und die Dosen. So, 3 Flammensteak. Oh. Ach, Scheiße.
Ja gut, jetzt einmal Erdbeer mit dem und Erdbeer mit dem. Also mit dem Steak funktioniert auch so ganz okay, glaube ich. Die Leute müssen halt nur mehr Steak kaufen. Und mir mehr Punkte geben für die 3 Sterne. Aber die 3 Sterne kriegen wir auf jeden Fall, denke ich. Die Tagesaufgabe ist nur nicht erledigt, oder? Ah, doch. Ich vergesse immer, dass das erst zählt, wenn die dann auch bezahlt haben. Weil die bezahlen ja nicht schon direkt. Aber das haben die ja auch in den anderen Spielen auch nicht gemacht direkt. Naja. So läuft das ja also halt anders, ne? So, mach ein Foto von deinen Gästen und schreibe einen Blog-Eintrag. Ja, das sollte ja eigentlich auch kein Problem sein. 600 für den Baum. Ich weiß halt nicht, bringen die Sachen dann auch wirklich irgendwas? Dann kaufe ich halt das. Sieht halt schöner aus, ne? Ist, glaube ich, ein anderer Zaun. Keine anderen Bäume, sondern einen Zaun. Gut. Claire, ich habe einen Foodtruck gefunden, der praktisch umsonst zu haben ist. Er muss gewaschen und neu lackiert werden und man müsste etwas Arbeit investieren, aber ansonsten ist der Start klar. Wie viel ist etwas Arbeit? Naja, 2, vielleicht 3 Tage. Nur ein wenig Anstrengung und wir werden einen eigenen Foodtruck haben. Es ist an der Zeit, unsere Internetseiten zu erweitern und unsere Steaks auf deinem Blog zu präsentieren. Ja. Ach du Scheiße. Es gibt eine neue Zutat für die. Für die Burger. Wollt ihr mich umbringen? Und es gibt was anderes für die Fisch. Oh Gott. Ja, das wird Hammer. Ich denke mal, wir werden schon irgendwie zurechtkommen. Wenn nicht, werde ich wahrscheinlich diese ganzen Level halt wiederholen, wenn es halt nicht gleich auf Anhieb geht. Eine Flamme. 2 Flammen, 2 Flammen, bitteschön. Wann soll ich denn ein Foto machen? Auf jeden Fall kann ich schon mal einen Blog-Eintrag machen. Und wenigstens macht er das mit den Fotos. Ich kann kein Steak vorbereiten. Dadurch, dass es ja unterschiedliche Sorten gibt. Und jetzt kann ich den Fisch schon nicht mal gescheit vorbereiten. Na komm, ein bisschen schneller. Aber manches braucht halt, ne? Dann mache ich erst den Fisch. So, das mit deinem und das da hole ich mir auch ab. Ihr seid doch bestimmt welche, die noch ein Foto machen wollen. Nein? Na gut. Dann halt nicht.
Das war knapp, ne? Ah, guck mal, die wollen aber Fotos haben. Ach so, weil die ja Steaks, ne? Und wer will nicht ein Foto mit einem Steak haben? Da ist Salami drauf. Tomaten sind das. Salami. Jetzt sehe ich das auch, dass das Salami-Stücke sind. Boah, ist mir das gar nicht bewusst gewesen. Die wackeln die Weile ganz schön. Drei Sterne haben wir auf jeden Fall. Tagesaufgabe ist auch erledigt. Ah, richtig gut. Glaube ich. Hilf Frank. Oh Gott. Warum? Ist der Eiswagen im Po? Wir brauchen Fotos von Leuten, die dein Essen essen. Für deinen Blog. Jemand, den ich kenne, war so freundlich, ihre Taille zu opfern, um uns zu helfen. Ich glaube fast, dass es nicht eines deiner Dates ist, Frank. Bring sie herein und ich werde meine Kochkünste einsetzen. Und warum soll ich... Oh Gott, es gibt... Ja, okay. Karamell. Oder was ist das? Nee, Karamell doch nicht. Karamell ist doch nicht lila. Und es gibt neue Donuts. Oh Gott. Da, bitte. Ein Kaffee. Und vollständiger Burger. So, zwei Flammensteak. Er ist gleich da. Ja, richtig cool. Also das Essen sieht auf jeden Fall wieder lecker aus. Was es so gibt. Also es gibt Vanilleeis, Erdbeereis und Schokoeis. Und als Topping bitte Schoko. Erdbeer und... Ach, was ist denn lila? Was denn bitte lila? Was ist denn lila? Johannisbeere? Lila... Könnte sein, ne? Ah, jetzt habe ich zwei. Habt ihr nicht eben schon mal bestellt? Ach so, das ist ja auch Frank. Mein Gott. Ach so, ja, okay. Ich verstehe. Das ist die Liebe, die sich da geopfert hat für Essen und Foto machen. Und ich will dir mal ein Steak mit zwei... Oh, danke schön. Bald hätte ich es verkackt, ne? Dann wären es zwei Flammen gewesen.
Jetzt muss ich erstmal Burger braten. Sollte es jetzt eigentlich gewesen sein, ne? Ja, könnte ich das vielleicht sauber machen? Das geht gar nicht. Räume den Müll weg. Klar. Jetzt können wir uns eigentlich noch den Brunnen kaufen und dann ist es komplett, glaube ich. Juhu, der Foodtruck ist auf Hochglanz poliert und das Abenteuer kann losgehen. Bevor wir etwas Neues anfangen, müssen wir unsere letzte Gruppe von Gästen hier bedienen und aufräumen. Übrigens, willst du mit uns gehen, Daniel? Du warst großartig und wir könnten deine Hilfe gebrauchen. Ich würde gern mitkommen, aber ich muss zurück zur Ranch. Ich kann Fenry nicht zu lange alleine lassen. Ach, schade. Fenry? Ist das deine Freundin? Oder ein Haustierwolf? Oder, ich weiß nicht, ein wilder Mustang? Henry ist mein Frettchen. Och, wie süß. Bring das doch einfach mit. Sie ist sehr sauber. Meine Eltern haben mir heute ein Bild von ihr geschickt. Schau es dir an. Oh, sie ist so süß. Ich muss noch einen Meisterkurs im Kuchenbacken machen, bevor wir gehen. Die Produkte auf den Bauernmärkten sind immer lecker und preiswert. Dann können wir bei der Ranch vorbeischauen und sie abholen. Hört sich gut an. Sie könnte vor allem Ratten verjagen, die versuchen, mit uns auf die Reise mit im Foodtruck zu gehen. Ach, dann sammeln wir erstmal die zerdrückten Dosen hier ein. Wir haben noch nicht alle Dosen, ne? Ah, da ist noch eine. War's das? Also ich meine, es würde... waren jetzt alle Dosen. Sonst wäre das Herz auch, glaube ich, nicht voll. Also doch, das war richtig cool. Die Gegend. Mal gespannt, wie es dann im nächsten Gebiet aussieht, in unserem Foodtruck tatsächlich. Nix-Eis. Schoko-Eis. Weiß nicht, ob man was von der Musik hört, aber die ist richtig gut.
Ist das irgendwie ein bisschen schwieriger, das, die Punkte zusammenzukriegen, oder kommt mir das jetzt nur so vor? Also Steak einmal so und einmal so. Na. Also 2 Sterne haben wir schon mal. Und ich glaube, es dauert nicht mehr so lange, bis wir den zweiten, bis wir den dritten Stern erreichen. Erdbeer mit dem und Schoko mit dem. Ja, 3 Sterne haben wir jetzt. Sehr schön. Haare sitzen auch wunderbar. Und Aufgabe haben wir auch erledigt. Sehr schön. Dein erster Beitrag hat bereits Tausende von Views erzielt. Gut gemacht, Schwester. Ich kann schon jetzt all die coolen Essensbilder sehen, die ich mit diesem großen, weit offenen Hintergrund machen kann. Whoop, whoop, whoop. Der Frank sitzt hinten. Ich meine, der Daniel sitzt hinten drin. Verdammt, festhalten, Leute. Okay. Ja, das wird doch auch schon klappen. Der überholt uns halt nur. Du hast Glück, dass mein Fahrer erfahrener ist als deiner. Ich würde lieber nicht gegen ein so geschmackloses Fahrzeug wie deins fahren. Ha, als ob du dich darüber freuen würdest, eine Limousine zu rammen. An eurer Stelle würde ich mir Stand-up-Comedy-Nummer aufhören und lernen, wie man fährt. Und wenn du meinen Rat willst, wähle ein anderes Thema für deinen Foodtruck. Ich parke hier mein mobiles Restaurant. Oh je. Natürlich. Aber er sieht auch ganz schnuckelig hier aus. Auf der Ranch. Und ich denke mal, das werde ich beim nächsten Mal, wenn wir sehen, wie es weitergeht. Was müssen wir denn hier? Also 2B ist immer Level 60, so wie 2A. Und die 2. Moment. 1b und 2b. Das heißt, es gibt dann noch 3b. Also die ganzen Bs, denke ich mal, kommen erst, wenn ich Level 60 gemacht habe. Und die As, also 1a und 2a und 3a und so weiter, die spiele ich dann so zwischendurch, weil ich hier jetzt Level 15 zuerst spielen muss, um das freizuschalten. Also so ähnlich wie mit den Herausforderungslevel in den Delicious oder Fabulous Reihen. Nur, dass die halt irgendwie mit dem Weg auch mehr. Also, man hat gesehen, wann was freigeschaltet wird oder so. Naja. Das ist ja das Video 9 zum Punkt 2. Video 9. Wie hieß denn das andere? Ach, schade, hier kann ich mir gar keins angucken. Ah, das ist Video 9.
Haben wir hier auch ein Video? Wahrscheinlich wird das ja später angezeigt, aber es sieht auch sehr schön aus hier. Ja, wie schon gesagt, 3B ist auch zuerst mit Level 60. Und 3A ist Spieler erst 25. Okay, sehr schön. Ja, dann geht's hier nächste Woche an der Stelle weiter. Und bis dahin könnt ihr euch die Zeit vertreiben mit den anderen Videos, die ihr auf unserem YouTube-Kanal finden könnt. Egal von Wimmelbildspielen, Sims, anderen Zeitmanagement-Spielen und unseren bisherigen Streams. Wenn ihr uns live sehen wollt, dann guckt am besten bei Twitch auf Twitch vorbei. twitch.tv/Calibgurf. Da findet ihr unseren Streamplan. Und dann dementsprechend könnt ihr euch dann die Zeit irgendwie nehmen, um zuzugucken. Und ansonsten ist das hier auf YouTube halt alles verfügbar. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!